Wie ist es so, mit so tollen Klamotten rumzulaufen? Normal. Normal, okay. Aber ich finde das traurig, dass welche Kinder das nicht haben. Was? Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction. Ich habe wieder mal in den alten Videos von Maren herumgestöbert, da ja sonst momentan nichts los ist auf YouTube. Also Corona nimmt einige Leute hops. Das ist Gott sei Dank bei mir bald vorbei, Freunde. Nicht mehr nur Reactions auf dem Kanal, sondern auch in Österreich hat das Ganze halbwegs ein Ende gefunden. Deswegen bin ich morgen auf den Straßen Wiens am Stephansplatz unterwegs, um eine neue Folge von Off-Mide oder Off-Ride zu drehen. Bleibt auf alle Fälle gespannt, kommt dann am Sonntag um 15 Uhr. Worauf ihr auch gespannt sein solltet, ist der 24. Also nächste Woche Mittwoch kommt die offizielle Vorstellung der neuen Kollektion MEM Art Destructeur für den Pre-Drop am Freitag von 19 bis 20 Uhr. Nächste Woche Freitag. Also bleibt da auf alle Fälle dran. Wird sehr, sehr spannend und auch irrsinnig hochwertig gedreht, dieses Video. Ja, da werden einige überrascht sein. Jetzt will ich aber gar nicht mehr länger quatschen, Freunde. Wir schauen direkt rein in das Video. 7-Jährige mit 2000 Euro Outfit. What the fuck, welche 7-Jährige hat einfach Klamotten um 2000 Euro an? Ich konnte noch nicht mal bis 2000 zählen, wo ich 7 Jahre alt war. Okay, wir schauen rein, Freunde. Here we go. Was geht, Leute? Mein Name ist Mann. Willkommen zu meinem neuen Video, Leute. Heute sind wir am Hamburger. Servus, Mann. Damals noch mit Gucci Cap unterwegs. Jungfernstieg vom Alsterhaus und wir drehen, wie viel ist dein Outfit wert, Leute. Es nieselt jetzt schon, aber... Damals das mit dem Mikro noch nicht so im Griff gehabt. Wir haben das Video fertig schon, Leute. Wir haben ein ganz, ganz krankes Video am Start. Checkt das Video auf jeden Fall bis zu meiner App. Hier mein Instagram. Aber wenn er damals schon so ein fettes Mikro hatte, wieso ist er dann trotzdem die restliche Zeit immer nur mit diesem Labello-Mikro herumgelaufen? Abonniert mich auf YouTube. Da hieß er auch schon Mahans World. Da hat er sich schon entschieden, dass Mahan-Perser vielleicht nicht so die Botschaft ist, die er in der Öffentlichkeit senden möchte. Okay, also auch da ein Marketing, das sich verändert hat zu der Zeit schon. Für mehr Leute und ich würde mal sagen, wir gehen schnell zu meinem Outfit. Leute, ich habe hier die Gucci Ace an. Ich habe die mir neu gekauft. Nageln. Ja gut, zu Mahans Outfit damals müssen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Das kennen wir. 980 Euro hat er da geflext. Wir schauen zu der ersten jungen Dame, direkt vor dem Louis Vuitton Store. Ich frage sie jetzt auf Englisch. Wo schaut ihr hin, in welche Richtung? Wie viel ihr Outfit wert ist und ihr kennt mein Englisch. Bro. Ja, kennen wir. Bro. How are you? Very good, nice, rainy day. Very good, nice. Oha, einfach die Schwester vom Borat am Start. Yes, of course. How much is your outfit worth? We're beginning with your shoes. Yeah, my shoes. Shoes are from Stradivarius, so like 80 euros. 80 euros? Yeah. Your bag? My bag is from... Von welcher Marke? Ich habe irgendwas mit Barry verstanden. Also krasse Villon-Schuhe am Start. Spain brand is Perfoir, 50 euros. Okay, your pants or... My pants? Yeah, your pants are 50 euros as well. Okay, your jacket? My jacket is like... My jacket. 150. Was ist da los einfach? Wieso wollen sie sich nicht einfach in einer anderen Sprache unterhalten? Viel schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Soll Mahan Deutsch reden und sie, keine Ahnung was. Brand? True Sarah. Yeah. Russisch wahrscheinlich. Очень хорошо. Yeah. What do you have under your jacket? Under your jacket? Oh man, jetzt wirst du mal neugierig. It's like a plastic surgery. Was ist like a plastic surgery? Hat sie nicht? Was? Nein. Under your jacket. Under your jacket is like... It's like a plastic surgery. Plastic surgery. Ja, fast. Oder nicht. And it's like 30 euros. Okay. Yeah. I'm a scarf. It was a present, so I don't really... I'm a scarf? You know, the price. Okay. Nice. Geiles Video. Solche findet man halt nur, wenn man in so alten Videos stöbert, Leute. Deswegen, ihr müsst ein bisschen Verständnis haben, ihr seht's ja. Yeah. Do you have rings? Yeah, I have, Do you have rings? And it was present as well, so I don't know the price neither. Oh, okay. Yeah. Thank you, hier der Endbetrag. Boah, wilder Effekt. Do you would like to say anything in the camera? Oh. Wo schaut die hin? Die schaut überall anders hin, nur nicht in die Kamera. Thanks for the interview. Yes, nice of course. Nice being here. Yes. Bye. Hey, wer ist du? Hey. Nicole, frohes neues Jahr. Wünsche ich dir ebenfalls. Leute, wir hatten Nicole schon mal im Video mit ihrer Familie. Ah, okay, okay. Heute wieder hier vom Alsterhaus shoppen gewesen bist du. Ja. Was hast du eingekauft? Kaffee. Also hier im Alsterhaus gar nichts. Kommen wir mal aber zu deinem Outfit. Du bist heute elegant angezogen.
fangen wir mal unten bei deinen Schuhen an. Okay. Da lachen die Kinder schon im Hintergrund, also das wird jetzt die Mutter sein mit ihrer Familie. Frag mir jetzt nicht, welche Marke das ist. Die habe ich bei Budapest gekauft. Okay. Ich weiß ganz... Ah, die sind aber cool. Genau, den Preis, aber ich weiß jetzt die Marke nicht. Passen gut zu ihr. Arke. Ja, AKFPs ist das. 330. 330. Arke, wie? AGE, glaube ich. Also. AGE. Die Zuschauer werden das bestimmt kennen. Ja, ja, ja. Budapest. Ja, die ist von Good America. Ich okay. liebe sie. Khloe Kardashian. Khloe Kardashian. Oh, die habe ich gerade aus Dubai mitgebracht. Okay, was? Die Khloe? Ich habe so eine Hose. Einfach adoptiert oder was? 180, ne? 180. Die passt dir auf jeden Fall gut. Die passt perfekt. Das freut mich für dich. Dein Pullover oder... Das hier, das schwarze? Ja. Wolford. Die 300. Die Kinder einfach, die Soundeffekte. Kennen Sie diese alten Serien, wo man noch so Lacher eingespielt hat? Circa so ist das jetzt bei diesem, wie viel ist dein Outfit wert, Video? 50, ne? 250. Ja. Ja. Und jetzt haben wir dafür 250 Euro? Der hält ein Leben lang. Okay, Leben lang. Wolford Body, beste Qualität und super Style, genau. Passt zu allem. Dein Mann? Wilder Beat, wenn er da mit seiner älteren Dame spricht. Also ältere Dame, wie alt wird die sein? Zwischen 30 und 40. Ja, 40 gebe ich ja schon. Den finde ich richtig schick. Max Mara. Max Mara, was bezahlt man für sowas? 300, 400? Mehr. Dann würde ich 3 davon kaufen. Dann würdest du 3 davon kaufen. Weil der kostet über 1000. Wild. Wie viel, um genau zu sein? Was hat der gekostet? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. 1400. Ungefähr, ja. Und der Schall dann auch nochmal 200 Euro. Der ist auch von Max Mara. Okay, du hast bestimmt noch Schmuck an, oder? Ich überlege gerade. Ja, ich habe noch die Cartier-Armband. Oh, natürlich, das darf nicht fehlen. Ja, aber den hast du auch letztes Mal an, ne? Ja, genau. Der kostet 7000. Das geht ja, das wird verschraubt machen. Der geht nicht ab. Das ist Love-Armband. Den schraubt dir dein Mann oder deine Frau, ne? Ja. Schraubt dir den ran. Okay. Und dann geht der nicht wieder ab. Den musst du abschrauben. Ah, okay, cool. Geil. Love. Geiles Konzept. Gibt's auch für den Intimbereich sowas? Der kostet 7000 Euro, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das von Cartier ist, aber ich habe auch nur davon gehört. Nee, Oder? Der, 6000. 6000. Krass. Deine Tasche. Krass, 6000 für ein Armband. Achso, ja. Was wohl, ne? Was Gucci. Bist du von Fan? Boah. Gucci. Gucci natürlich, Gucci. Sehr zurückhaltend auch. Was bezahlen wir für so eine Tasche? Family. Gucci Family. Gucci Family. Es gibt die Kelly Family und jetzt ganz neu, die eher nicht so obdachlose Variante, sondern eher genau das Pendant dazu, die Gucci Family. Gucci Potter hat schon die Adoptionsanträge ausgefüllt, aber ist noch ausstehend, ob die den wirklich nehmen wollen oder nicht. 1690 hat die. 1690, okay. Ja. Ja, das war's. 2000. Hast du noch irgendwas ja, am Start? Ich habe eben gerade noch bei Classico habe ich mir noch einen Rock gekauft. 95 Euro. Okay. Okay, krass. Du gibst sehr viel Geld für Klamotten aus. Mehr als ich auf jeden Fall. Kommt vielleicht auch irgendwann. Irgendwann vielleicht. Cooles Outfit finde ich sehr legal. Mann, heute mit der Balenciaga-Jacke um, keine Ahnung, 2500 Euro. Hier der Endbetrag, Leute. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen, den Zuschauern mitgeben oder sonst was? Ich grüße meine beiden Kinder, Jasmin und Can. Genau, die kennen wir auch schon. Oh, Can Sinet. Ja. Und was den Zuschauern, weiterhin viel Erfolg. Danke dir. Danke und dir. Wünsche ich dir genauso. Und teilweise auch die Sachen, die da drunter stehen, ignorieren. Na mal, das sowieso. Hey, wie heißt das? Oh, Mann. Sie weiß einfach genau, was abgeht. Schaut, wie sie darauf reagiert. Sachen, die da drunter stehen, ignorieren. Na mal, das sowieso. Ja, das mache ich eh immer. Hey, wie heißt du? Bridget. Bridget wird da rausgeschnitten. Ha. Bridget, wer bist du? 10. Du kennst meine Videos? Ja. Yes. Hau mal raus. Wie viel ist dein Outfit? Warum ist die dann im Video? Keine Ahnung. Gib mir mal, fangen wir einfach mal bei deinen Schuhen an. Was sind das für Schuhe? Akkut. Akkut. Auch das zweite Kind wird dann rausgeschnitten? Oder wie? Die kosten euch 250 Euro. Ja. Gute Schuhe? Danke. Dein Kleid, Rockfest. Ja. Man das ich weiß. Das verdirbt mir die Laune. Wenn ich da keine Gesichter sehen kann, keine Emotionen, so, da denke ich mir so, warum schauen wir das dann? Die Marke, aber der kostet 135. Okay, Gucci-Rucksack und so weiter. Ma, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich mag mir das jetzt nicht alles anschauen. Okay, die Kleine mit 10 Jahren. Was ist das so teuer, die Moncler-Jacke? Ja, hast du noch ein T-Shirt? Ja, von Celine.
Von Celine? Oha. Ja. Was kostet sowas? 100 Euro? 150? 200. 200 Euro? Krass, okay. Du hast ja noch eine Kette an. Ja, habe ich zu Weihnachten bekommen. Weihnachten, was ist das für eine Kette? Weiß die Mama das? Was hat sie für eine Kette? Nee, die hat mir meine Schwester geschenkt. Ah, okay. Weil die Schwester ist ja auch Schwerverdienerin. Die schenkt dir dann einfach so eine Kette. Cool. Okay, das ist unbezahlbar. Okay, hier der Endbetrag, cooles. 2860 Euro für eine 10-Jährige. Bah, na, also das verstehe ich nicht. Outfit? Wie ist es so, mit so teuren Klamotten rumzulaufen? Meine Mama und mein Papa. Deine Mama und dein Papa. Und wie ist das Gefühl? Gute Antwort. Normal? Normal, okay. Aber ich finde das traurig, dass welche Kinder das nicht haben. Was? Was? Wie die findet das? Schade, das ist ja gut, dass du so denkst. Was heißt, das ist gut, dass sie so denkt? Das ist komplett... Also, mir fehlen die Worte. Okay, danke, willst du noch irgendjemand... Das ist doch scheißegal, wie viel die Jacke kostet für sein Kind. Das wächst in 2 Monaten wieder raus. Das sollte gar nicht Wert legen auf solche Dinge mit 10 Jahren. Das soll sich drum kümmern, mit welchen Spielen sie spielt. Mit welchen. Da geht, in diesem Alter geht es darum, dass man ein soziales Verständnis aufbaut, Beziehungsstrukturen aufbaut, damit man weiß, wie man mit Menschen umgeht. Aber nicht darum, wie teuer die Sachen sind, die man anhat. Also das ist ein ganz anderes moralisches Wertverständnis, was meiner Meinung nach in dem Alter gelehrt werden sollte. Und die sagt dann auch noch, ja, die Kinder tun mir leid, die das nicht haben. Was machen die 3 Jahre später? Alle anderen Kinder mobben, weil sie es nicht haben. Oha. Und Mahan sagt, ja, da hast du recht. Mahan, du, wenn Leute was sagen, dann überleg mal, was die sagen und sag doch was drauf, anstatt dir im Kopf schon deine nächste Frage zu überlegen. Grüßen. Ja, mein... Wen willst du grüßen? TikTok. Sie will ihr TikTok grüßen. Mahan. Das gibt's ja alles nicht. TikTok, okay, cool. @Bridget_Schmidt. Alles klar, danke dir. Ob das noch zu finden ist, Leute, bitte sucht diesen TikTok-Account und schreibt es unten in die Kommentare. Wie alt bist du? Ich bin 7 Jahre alt. Wie heißt du? Priscilline. Priscilline. So, wie viel ist dein Outfit wert? Sag mir mal die Schuhe, das sind Ugg-Boots, die kosten 200? Nee, 90 Euro. Ah, wichtig, man hätte nämlich jetzt anhand ihres Knies erkennen können, wer das ist. Deswegen immer die Kniescheiben. Die Kniescheiben müssen immer zensiert sein. Euro oder ja. So. 90 oder Euro. 90. Okay, die Strumpfhose. Von Zara. Ah ja, da hat es auch sehr gut funktioniert mit dem Zensieren. 10 Euro oder so. Die Jacke von Moncler, glaube ich, ne? Ja, warte, ja, Moncler. Was bezahlen wir für so eine Kinderjacke? Ich glaube 500 Euro. Ja, 500. Und wieso wissen die auch die Preise? Wenn jetzt die Mutter eine Freude dran hat, denen solche Dinge zu kaufen, weil sie sie, keine Ahnung, auch gern ihre Kinder präsentiert und das gut findet, wenn ihre Kinder auch so gut gedresst sind oder teure Sachen anhaben, okay. Aber wieso wissen die Kinder die Preise? Sagt die Mutter, die Jacke kostet so und so viel Geld und das kostet so und so viel Geld. Was ist denn da los? Die ist 7 Jahre alt und weiß, wie viel ihre Jacke kostet. Also das ist... Die Mutter hat ja anfangs sehr sympathisch gewirkt oder kann auch sympathisch sein, aber das ist was, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Pullover. Den hat, der ist von Alsterhaus, den hat hier ihre Mama, ich habe den auch bekommen, der ist so 100 oder so. 100, okay. Die Mütze von Moncler ist auch noch am Start. Die kosten 100 Euro, ne? Ja. Schal von Burberry, ich glaube, die kosten so um den Dreh 400 bis 500 Euro. Ja. Kaschmir bestimmt. Ja. Okay, krass. Einfach mal den Afro ein bisschen zensiert, weil man sollte nicht zu viel sehen. Krass. Ein 7-jähriges Kind mit einem sehr teuren Outfit. Okay, noch 1500 Euro nochmal drauf, okay. Also, das hätte ich mir nicht gedacht, dass das so kacke wird in dem Video. Krank. Na, das finde ich wirklich nicht nice. Okay. Soll jeder seine Kinder erziehen, wie er möchte, aber wenn eine 7-Jährige weiß, wie viel die Sachen kostet und wenn eine 10-Jährige sagt, sie findet das traurig, dass andere Kinder das nicht haben, dann rennt doch irgendwas falsch. Hier der Endbetrag, Leute. Ich bin gerade verblüfft, so teure Outfits. Kinder seid ihr. Traurig macht mich das. Ja, aber süß. Hier noch der Hund. Wer ist der Hund? Paris.
Der ist so süß, der Hund. Das war's, danke. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Ja, ich wünsche Liebe. Ich grüße mein TikTok. Ich grüße an meine Freundin Carlotta und an meine Na, wenigstens Mama. Was. Wie süß. Okay, danke. Hey, wer ist du? William. Ah, so, William. Der ist jetzt auch noch aus der Familie, aber den gebe ich mir jetzt nicht mehr. Kein Bock mehr drauf, mir ist jetzt schon schlecht. Freunde, das war's von diesem Video. Und das ist einfach nur, keine Ahnung, ich muss das jetzt mal verdauen. Bitte schreibt mir eure Meinung zu diesen gesehenen Impressionen runter in die Kommentare. Was ist eure Meinung dazu? Bin ich der Einzige, der sich darüber so aufregt? Das kann ja nicht sein. Das würde mich interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, also nicht das, sondern meine Reaktion darauf, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und nicht vergessen, ja, Sonntag Offenheit oder Offenheit und am Mittwoch gibt es dann die Präsentation zur nächsten Kollektion. Ich bin angefressen. Das war's von mir, euer Maximilian.